Hä, was machst du denn hier? 2 Wochen sind schon wieder rum? Die Zeit vergeht. Ja, beim letzten Mal habe ich gesagt, heute geht's um logische Operatoren, dann muss ich mich wohl dran halten. Legen wir direkt los, denn es ging beim letzten Mal um Scopes, was ich jetzt herausgefunden habe. Heute legen wir uns ein neues Script an. Das nenne ich dann Booleans, weil es geht heute vor allem um Booleans und um logische Operatoren. Aber was sind Booleans? Booleans haben wir schon mal bei den Variablen besprochen. Und zwar Boolean, True oder False. Genau. Ist ein Variablentyp. Also ein Boolean ist eine Variable, welche nur True oder False sein kann. True ist das englische Wort für wahr. Ey, hör auf, da irgendwelche Sachen hinzuschreiben. Ich mache hier das Tutorial, nicht die künstliche Intelligenz. True ist gleich Englisch für wahr und false ist gleich Englisch für falsch. Gleichermaßen können wir uns true vorstellen wie eine 1 und false wie eine 0, weil man ja immer hört, Computer rechnen nur mit Einsen und Nullen und das ist tatsächlich auch so. Ganz tief unten in unserer Hardware drin gibt es nur an oder aus, true oder false, 1 oder 0. Und weil das so ist, gibt es auch in jeder Programmiersprache, die mir zumindest bekannt ist, irgendwie die Möglichkeit, mit Booleans zu arbeiten. Sonst wäre Programmieren ziemlich schwierig, ohne wahr oder falsch. Aber wie rechnet denn ein Computer jetzt mit Einsen und Nullen? Wird oft in Bedingungen verwendet. Dankeschön für diesen Tipp. Aber Bedingungen hatten wir schon und dort haben wir auch schon darüber gesprochen. Damit wir Bedingungen besser verstehen, reden wir heute nämlich noch über ein anderes Thema. Und zwar nicht nur über Booleans, sondern auch über logische Operatoren. Und Operatoren wird mit einem großen O geschrieben, Conny. Und langsam sollten wir doch endlich mal fertig sein mit diesen blöden Operatoren. Wir hatten doch schon so viele Operatoren. Was hatten wir alles? Wir hatten hier Operatoren, und zwar arithmetische Operatoren. Beziehungsweise das hier ist ein anderer Operator. Ich habe keine Ahnung, wie man den Operator nennt. Ein anderer Operator auf jeden Fall. Aber das sind arithmetische Operatoren. Dann hatten wir noch in den Bedingungen hier konditionale Operatoren. Und jetzt kommt der auch noch mit blöden logischen Operatoren. Ich glaube, ich werde das jetzt auch bearbeiten hier, dass wir sagen arithmetische Operatoren. Muss sich keiner merken. Aber ich glaube, so wird es auch geschrieben. Oder so ähnlich wird es geschrieben. Schreibe ich hier der nicht, der ist anders. Dann noch ein Pfeil nach unten, um richtig so einen Finger auf ihn zu zeigen. Aber auch ein Operator irgendwie. So, kleiner Zusatz zu den Variablen. Oder noch kleiner Zusatz zu den Bedingungen. Und zwar konditionale Operatoren. Weil Bedingungen kann man auch Konditionen nennen. Deswegen konditionale Operatoren. Und heute haben wir die logischen Operatoren. Und logische Operatoren sind extrem wichtig in der Programmierung. Willst du mich eigentlich? Was soll denn das? Hör auf, mir immer alles vorwegzunehmen. Ja, wir haben logische Operatoren, und zwar AND, OR und NOT. Dankeschön, das übernehmen wir so. Tab, akzeptieren. Können wir so einpacken. Dankeschön, künstliche Intelligenz. Ich merke schon, ich bin euch nicht schnell genug. Man muss immer wieder dieses blöde Roblox Studio dazwischen fuchteln. Kein Problem. AND, OR und NOT sind unsere logischen Operatoren, mit denen wir in Lua arbeiten werden. Es gibt übrigens noch andere logische Operatoren, die werde ich euch aber nicht erklären, weil es die in Lua nicht gibt und diese Serie heißt Roblox Studio Lernen. Dementsprechend will ich euch gar nicht verwirren mit anderen Operatoren. Und genauso wie man arithmetische Operatoren verwendet, um mit Zahlen zu rechnen und wie man konditionale Operatoren verwendet, um mit Fallunterscheidungen zu fallunterscheiden, benutzt man logische Operatoren, um mit logischen Variablen, also mit Booleans, zu rechnen. Man kann sagen, zu rechnen. Weil AND ist nicht nur Englisch für und, sondern AND kann man auch gleichsetzen mit einem Mal. Und ein OR kann man auch gleichsetzen mit einem Plus. Und ein NOT kann man gleichsetzen mit einem Nicht. Das gibt's in Mathe, glaube ich. Das gibt's bestimmt mit einem Mal, minus 1 vielleicht, keine Ahnung. Eventuell mit einem Minus? Ach, keine Ahnung. Nicht ist nicht. Bisschen verwirrend, kommen wir jetzt einfach mal zum Punkt. Man rechnet mit Zahlen, zum Beispiel indem man sagt, Zahl 3 ist gleich Zahl 1 plus Zahl 2. So rechnet man mit Zahlen. Und genauso kann man auch mit Booleans arbeiten, dass man sagt dann, Boolean 3 ist gleich Boolean 1 plus Boolean 2. Nur dass wir nicht mit Plus rechnen, sondern mit OR rechnen. Und dass wir vielleicht auch mal die Booleans festlegen. Also wir haben jetzt einmal unseren Boolean 1 und der ist zum Beispiel true, für wahr. Dann haben wir ein local Boolean 2, den legen wir heute mal fest auf false. Und dann haben wir Boolean 3 und der ist Boolean 1
oder Boolean 2. Und das ist erstmal ein bisschen komisch. Es ist wahr oder falsch. Und mit unserer Regel Plus können wir jetzt auch nicht sehr viel mehr anfangen. Logisch ergibt das erstmal noch gar keinen richtigen Sinn. Aber wir können uns ja einmal rausprinten, was es denn ergibt. Und dann versuchen wir zu erklären, warum dieses Ergebnis dabei rauskommt. Dafür geben wir hier unten nochmal unseren Lieblingscode ein, und zwar loadstring game.serverscriptservice.booleans.source und dann Klammer auf Klammer zu zum Ausführen. Wir clearen hier einmal den Output und sagen BAM! Machen es ein bisschen größer, ziehen es ein bisschen hoch, damit ihr es hoffentlich sehen könnt. Und das Ergebnis ist true. Also, true oder false ist gleich true. Und das sind Sachen, die muss man, glaube ich, auswendig lernen. Es ist aber nicht viel auswendig zu lernen, weil es gibt ja nur und, oder und nicht. Und es gibt auch nur true und false. Und netterweise hatte ich das hier sogar schon mal in der Schule und habe die Mitschriften, die ich in der Schule gemacht habe, sogar noch gefunden auf meinem Computer. Und die sehen so aus, digitale Technik. Hier ging es natürlich erstmal um Grundschaltungen, aber ihr seht, es ist das gleiche. Es gibt die Und-Verknüpfung, die Oder-Verknüpfung und die Nicht-Verknüpfung. Dann sind hier irgendwelche Schaltkreise, wunderbar. Und dazu gibt es auch Schaltzeichen, eine Funktionsgleichung und eine Wahrheitstabelle. Und die Wahrheitstabelle ist so ein interessantes Konzept, das euch da vielleicht helfen kann. Wenn ich hier mal so ein bisschen ranzoome, dann seht ihr, wir haben immer eine Variable a und eine Variable b und wir haben das Ergebnis q. Und in so einer Wahrheitstabelle wird einfach eingetragen, was kann theoretisch alles a sein, was kann theoretisch alles b sein und welches Ergebnis wird q dann haben. Bei einer Und-Verknüpfung seht ihr, wenn a und b 0 sind, ist Q auch 0. 0 ist das gleiche wie false, also falsch. Wenn A true ist und B false ist, ist Q immer noch false. Dasselbe auch, wenn A false ist und B true ist, dann ist Q auch false. Nur dann, wenn A und B 1, also true sind, dann ist das Ergebnis auch true. Und das macht die Und-Verknüpfung. Die prüft, ob beide Bedingungen, die wir links und rechts stehen haben, beide Booleans true sind. Und nur dann ist das Ergebnis auch true. True. Bei der Oder-Verknüpfung ist es ein bisschen anders. Hier wird nämlich geprüft, ob eine von beiden Variablen true ist. Hier heißt es, wenn A true ist und B false ist, ist das Ergebnis true. Wenn A false ist und B true ist, ist das Ergebnis true. Wenn A true ist und B true ist, ist das Ergebnis natürlich auch true. Nur dann, wenn beide Sachen false sind, dann ist das Ergebnis auch false. Und nicht ist ziemlich logisch. Da gibt es nur eine Variable, die man reinpackt. Und das Ergebnis ist immer das Gegenteil davon. Das Ganze gucken wir uns jetzt nochmal hier im Code an. Hier hatten wir Variable a. Also wir können das einfach mal umschreiben. A, b und q. Müssen wir dann natürlich hier auch a und b reinschreiben. Und wir sehen, wenn a true ist und b false ist, dann ist a oder b auch true, weil oder prüft nur, ob eine von beiden Sachen true ist. Und das Ergebnis ist dann true. Wir können es nochmal printen und ihr seht true. Wenn beide Sachen true sind, ist das Ergebnis dann immer noch true. Aber nur wenn beide Sachen false sind, dann ist das Ergebnis von der Oder-Operation false. Wenn wir jetzt statt oder einfach mal and verwenden für und, dann ist das Ergebnis false, weil und prüft ja nur, ob beide Sachen true sind. Das heißt, wenn eine der beiden Sachen true ist, dann ist das Ergebnis wieder false. Wenn die andere Sache true ist, ist das Ergebnis immer noch false. Nur dann, wenn beide Sachen true sind, dann ist das Ergebnis true. Und jetzt können wir noch not machen. Und not nimmt natürlich nur eine Variable rein. Das bedeutet, wir schreiben jetzt hier einfach not a. Und a ist gerade true. Das bedeutet, das Ergebnis müsste false sein. Wir printen es raus und es ist false. Wenn a jetzt false wäre, wäre das Ergebnis dann natürlich, wenn ich es ausführe, wiederum true. Weil not a macht einfach nur das Gegenteil. Das macht aus true false und aus false true. Das sind einfach nur Sachen, die ihr euch so merken müsst. Und manchen Leuten hilft es, wenn man sich dann so eine Wahrheitstabelle für diese drei Operatoren aufschreibt. Und dann einfach mal nachguckt, einfach nur, falls ihr euch mal nicht sicher sein solltet. Hilft es einfach mal, diese Wahrheitstabelle aufzuschreiben. Ihr seht hier unten auch einen Strich. Ich habe ja gesagt, es gibt noch weitere logische Operatoren. Die gibt es aber in Lua nicht. Und man könnte sich fragen, warum hat Lua sowas dann nicht? Weil das hier die Grundschaltungen sind, aus denen alle anderen Operatoren gebastelt werden. Das bedeutet, in Lua kann man theoretisch die anderen Operatoren, die es hier noch gibt, NAND, NOR, XOR und XNOR, einfach basteln. Aus den anderen Operatoren heraus. Deswegen brauchen die uns gar nicht interessieren. Aber in manchen anderen Programmiersprachen gibt es solche Sachen wie NAND. Das gibt's hier in Lua nicht, das wird direkt rot unterstrichen, der braucht es auch gar nicht versuchen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil die blöde KI mir vorwegkam und ich zeigen wollte, dass ich auch Sachen weiß. Nun wissen wir, dass es Booleans gibt, dass Booleans true und false sein können und dass es logische Operatoren gibt, die aus Booleans andere Booleans machen. Die rechnen einfach mit Booleans. Nun kann man dieses Spiel aber noch ein bisschen komplexer machen. Und wenn es komplizierter wird, ist es schwieriger, den Überblick zu behalten. Und dafür gibt es dann noch so ein paar
Kleinigkeiten, die ich euch beibringen möchte. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den Urlaub fliegen wollen, dann brauchen wir dafür auf jeden Fall erstmal Gepäck. Und wir brauchen auf jeden Fall auch unser Flugticket. Wir könnten auch mit Zug in den Urlaub, aber das machen Deutsche ja nicht. Nun wollen wir mit unserem Computerprogramm prüfen, ob wir denn in der Lage sind, in den Urlaub zu fliegen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall Flugticket und Gepäck. Dafür ist ein Und-Operator natürlich gut. Wir können jetzt einfach prüfen, Flugticket and Gepäck. Wenn wir Flugticket und Gepäck haben, dann können wir in den Urlaub fliegen. Wenn nicht, dann nicht. Wenn wir das jetzt hier ausprinten, passiert gar nichts, weil ich gar kein Print geschrieben habe. Schlau. Print Urlaub. Und dann steht hier unten false. Wir können noch nicht in den Urlaub, weil uns fehlt unser Flugticket. Ohne unser Flugticket kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Jetzt können wir die Bedingungen aber auch nutzen, die wir gelernt haben. Das heißt if. Und wir brauchen gar nicht hier Urlaub als Variable schreiben, sondern wir können einfach dieses Statement als Bedingung verwenden. Weil Bedingungen prüfen im Grunde immer nur Aussagen über Variablen. Und Aussagen über Variablen ergeben Booleans. Und logische Operatoren werden verwendet, um aus Booleans andere Booleans zu machen. Also ergibt es einfach nur Sinn, wenn wir sagen, wenn wir Flugticket und Gepäck haben, dann können wir sagen print bereit für den Urlaub. Jetzt können wir hier unten hinschreiben else print etwas fehlt noch. Also printen wir das aus und hier unten steht etwas fehlt noch. Was fehlt uns noch? Das Flugticket. Also kaufen wir jetzt ein Flugticket, stellen das ganze Ding auf true, prüfen nochmal können wir in den Urlaub und dann steht er bereit für den Urlaub. So eine Logik werdet ihr häufiger in euren Codes verwenden. Natürlich nicht unbedingt Flugtickets und Gepäck, aber vielleicht macht ihr ja ein Reisespiel und es kann natürlich sein, dass das Flugticket tatsächlich irgendetwas ist, was ein Spieler haben kann und das Gepäck auch etwas ist, was der Spieler haben kann und das muss nicht unbedingt immer als Boolean gespeichert werden. Jetzt kommt noch so ein weiterer lustiger Punkt, den wir heute lernen werden und zwar ein weiterer Punkt über Bedingungen. Bedingungen überprüfen Aussagen über Variablen. Können entweder wahr oder falsch sein. Das heißt, sie ist immer ein Boolean. Wenn wir jetzt als Flugticket nicht einfach nur ein Boolean haben, sondern tatsächlich etwas, was im Spiel existiert. Zum Beispiel, wir fügen jetzt zu unserem Spiel ein Part hinzu. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, jetzt auch einfach mal gerne so aussehen lassen wie ein Flugticket. Wunderbar. Dann nennen wir das Ganze Flugticket. Und dann machen wir noch ein zweites Part. Das nennen wir dann Gepäck. Das sind jetzt hier so mehrere Parts, die packe ich zusammen mit Steuerung G. Mache ich die zu einem Model und dann benenne ich das Model um in Gepäck. Wunderbar. Und wir können jetzt einfach sagen, Flugticket ist gleich game.workspace Doppelpunkt find first child Flugticket. Dann kopieren wir uns das Ganze hier einfach, sagen dann game.workspace Doppelpunkt find first child Gepäck. Und jetzt suchen wir einfach tatsächlich in dem Spiel, gibt es ein Flugticket und gibt es ein Gepäck. Und jetzt passt mal auf, wenn wir das Ganze printen, steht hier bereit für den Urlaub. Dabei sind Flugticket und Gepäck keine Booleans. Wir wissen ja, wenn wir find first child machen, dann bekommen wir eine Instance zurück. Und eine Instance ist kein Boolean. Eine Instance kann Part sein, eine Instance kann Folder sein, eine Instance kann Model sein. Und wenn wir jetzt einfach mal print Flugticket, Gepäck schreiben, dann werdet ihr auch sehen, da wird nicht true, true stehen, sondern da wird stehen Flugticket und Gepäck, der Name von der Instanz auf jeden Fall. Und wir können auch mit den Instanzen immer noch all das machen, was man mit den Instanzen machen kann. Wir können die Farben ändern, den Namen ändern, Größe ändern, was auch immer. Können wir alles machen. Aber diese logischen Operatoren funktionieren auch mit Instanzen. Sie funktionieren auch mit Zahlen, sie funktionieren auch mit Strings, weil, wenn wir mit logischen Operatoren arbeiten, wird alles, was mit diesen logischen Operatoren passiert, für diese Berechnung in ein Boolean umgewandelt. Und dafür gibt es eine einfache Regel. Alles ist true, wenn es nicht false oder nil ist. Das schreiben wir hier einmal rein. Und da das Flugticket gefunden wurde, ist es ja nicht false und es ist auch nicht nil. Und dementsprechend ist es true. Wenn wir jetzt aber aus dem Workspace das Gepäck hier einfach rausnehmen und einfach mal übergangsweise in den Server Script Service packen und dann unser Script noch einmal ausführen, dann steht hier, etwas fehlt noch. Weil find first child sucht nach dem Gepäck, findet das Gepäck nicht und returnt dann am Ende nil. Das bedeutet, im Umkehrschluss, wenn alles true ist, was nicht false oder nil ist, sind false und nil im Umkehrschluss immer false. Natürlich ist nil nicht immer false, weil nil ist ja nichts und false ist immer noch ein Boolean. Aber wenn wir mit logischen Operatoren arbeiten, dann treffen diese Regeln zu. Deswegen schreiben wir einfach nur zur Sicherheit nochmal hier hinter, wenn mit logischen Operatoren gerechnet wird. Dasselbe schreiben wir hier auch dahinter, wenn mit logischen Operatoren gerechnet wird. Einfach nur, damit die Mitschriften korrekt sind. Das heißt, logische Operatoren sind nicht nur nützlich, um mit so komischen Sachen wie true und false zu rechnen, sondern theoretisch kann man mit allem rechnen. Wir können tatsächlich sagen 23 und 5467. Und wenn wir das Ganze dann ausprinten, dann schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was dann passiert.
Ah, du hast geschummelt, du hast nach vorne geskippt, habe ich doch gesehen. Steht im Output bereit für den Urlaub, weil alles ist true, wenn es nicht false oder nil ist. Das heißt, 23 ist true und 5467 ist auch true, wenn wir mit logischen Operatoren rechnen. In anderen Programmiersprachen gibt es übrigens noch Ausnahmen. In manchen anderen Programmiersprachen ist 0 dasselbe wie false oder ein leerer String, also ein String, in dem nichts drinsteht, wäre auch false. In Luau ist es aber trotzdem true. Hier ist es alles true, was nicht false oder null ist. Das heißt, ein leerer String und 0 ergeben trotzdem true. Das bedeutet, hier steht immer noch bereit für den Urlaub. Es funktioniert. Und solche Sachen sind nicht nur nützlich, um dann in irgendwelchen If-Statements zu arbeiten. Ihr könnt die ganzen If-Statements auch weglassen. Weil wir haben ja vorhin schon einmal gesehen, local Urlaub kann ja Flugticket and Gepäck sein. Aber jetzt passt mal auf, wenn ich jetzt print Urlaub schreibe. Was glaubt ihr, was dann steht? Steht hier dann true? Oder steht hier vielleicht Flugticket oder Gepäck? Okay, da steht nil, weil wir das Gepäck noch weggepackt haben. Entschuldigung, wir packen das Gepäck mal kurz zurück in den Workspace. Aber das ist doch komisch. Da steht nil. Warum steht denn da nil? Darauf kommen wir gleich. Ich wollte euch eigentlich erst zeigen, was da steht, wenn beides existiert. Und zwar, da steht Gepäck. Warum steht denn da jetzt Gepäck? Was? Weil nicht nur logische Operatoren machen aus allem true, was nicht false oder null ist, sondern auch If-Statements, also Bedingungen, machen aus allem true, was nicht false oder null ist. Das heißt, wenn wir sagen if Flugticket, then print yeah Flugticket. Und dann steht hier unten auch yeah Flugticket drin, obwohl Flugticket ja eigentlich Flugticket und nicht true ist. Deswegen ergänzen wir hier oben noch, wenn mit logischen Operatoren gerechnet wird oder in Bedingungen. Mensch, das wird ja immer komplizierter. Oder in Bedingungen. Weil ja, der logische Operator and behandelt Flugticket und Gepäck sowie true und false. Aber das Ergebnis dieser Berechnung ist dann tatsächlich immer Flugticket oder Gepäck. Und dafür gibt es natürlich auch Regeln. Der AND-Operator returnt am Ende immer den ersten Wert, wenn der erste Wert false oder null ist. Oder er returnt den zweiten Wert, wenn der erste Wert true ist. Das heißt, wenn das hier true ist, wenn Flugticket existiert, dann wird das Gepäck returned. Oder wenn Flugticket nil ist, dann wird das Flugticket returned. Und das ergibt auch Sinn. Das ist auch immer noch logisch. Weil and returnt ja nur true, wenn beide Sachen true sind. Und wenn der erste Wert falsch ist, wird der erste Wert returned und dementsprechend ist es falsch. Wenn der erste Wert true ist, wird der zweite Wert returned. Das bedeutet, dann ist es nur dann true, wenn der zweite Wert auch true ist. Oh Gott, ich hoffe, ihr habt da durchgeblickt. Falls nicht, gibt es auf create.roblox.com eine sehr schöne Dokumentation über logische Operatoren, die ich eben rausgesucht habe. Und da wird auch einmal genau das, was ich eben erzählt habe, aufgelistet. Dass der binäre Operator, wird er hier genannt, and, einen beider Argumente returned. Wenn das erste Argument, also das, was vor dem and steht, true ist oder true ergibt, dann wird das zweite Argument, also das, was hinter dem and steht, returned. Andernfalls wird das erste Argument returned. Und hier ist so ein Beispiel. 4 und 5 ist 5, weil 4 existiert dementsprechend 5. Nil und 12 ist nil, weil nil ist äquivalent zu false und dementsprechend wird auch nil returned. False und 12 ist false, weil false ist false und dementsprechend wird auch false returned. Das ist das erste Argument. False und true ergibt false. False und false ergibt false, weil immer wird das erste Argument returned in diesen Fällen. True und false ist auch false, weil jetzt wird das zweite Argument returned, was immer noch false ist, und true ist gleich true. Das ist eine interessante Art und Weise der Wahrheitstabelle, weil wenn wir uns mal unsere Wahrheitstabelle anschauen, ist es im Grunde das gleiche. A und B ist false, Ergebnis ist false. A ist true, B ist false, also ist das Ergebnis auch false. Hier ist es genau das gleiche. Nur das gibt dann nochmal so eine kleine Nuance dazu, wie genau das berechnet wird. Und vor allem ist dieser Kerngedanke, dass immer der erste Wert returned wird, wenn der erste Wert false ist, und nur dann der zweite Wert returned wird, wenn der erste Wert true ist, ganz praktisch zu wissen. Weil jetzt können wir Variablen festlegen durch logische Operatoren. Und das ist genial. Das ist eine Sache, die ich selten in meinem Code mache, weil ich immer denke, dass es für euch vielleicht ein bisschen zu verwirrend ist. Aber was man häufig mal in einem Spiel macht, sieht ungefähr so aus. Local Conny ist gleich game.workspace, find für Schalt Roblox Conny. Und Humanoid ist gleich Conny and Conny Doppelpunkt find für Schalt, which is a Humanoid. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen, passiert nichts, weil ich mal wieder nichts printe. Ich bin genial. Printen wir einmal kurz den Humanoid, füllen das Ganze aus und hier unten steht nil. Ohne irgendein Error. Und das ist eine schöne Art und Weise, um Errors zu handeln. Wir könnten jetzt hier unten hinschreiben, if not Humanoid, then return end. Wenn wir ein Script haben, das wirklich diesen Humanoid von Conny braucht. Aber um den Humanoid von Conny zu bekommen, Humanoid ist übrigens eine Instanz, die in jedem Charakter von jedem Spieler drin ist. Und um diesen Humanoid von
Conny zu bekommen, müssen wir ja erstmal den Charakter von Conny bekommen. Und wenn der Charakter nicht existiert, kriegen wir den Humanoid nicht. Das heißt, wir prüfen hier erstmal Conny. Und wir wissen, wenn Conny nil ist, dann wird Conny return. Das bedeutet, Humanoid ist dann nil. Und hier prüfen wir dann einmal, if not Humanoid, also wenn der Humanoid nicht true ist, dann beenden wir das Script. Return beendet das Script. Und wenn der Humanoid existiert, das heißt, er wäre eine Instance, dann würde das ja true ergeben. Und not true wäre false. Das bedeutet, dann wird das Script nicht beendet. Not macht ja immer das Gegenteil von dem. Wenn wir jetzt einfach sagen würden, Conny Doppelpunkt find for child which is a humanoid, dann werden wir einen Error bekommen. Ich führe das Ganze aus und hier steht string attempt to index nil with find for child which is a. Weil wir können find for child which is a nicht mit nil machen. Das geht einfach nicht. Was ich sonst immer in meinen Codes gemacht habe, ist einfach zu schreiben, if not Conny, then return end. Und dann haben wir wieder ein Script, welches nichts macht, ohne einen Fehler. Ich schreibe hier unten einfach mal hin, print humanoid, damit ihr es einfach merkt. Es macht gar nichts, es printet nicht mal nil, weil das Script wird abgebrochen. Aber wir können uns einfach diese Zeile Code sparen, indem wir hier einfach hinschreiben, Conny end. Wenn wir das Ganze ausführen, passiert immer noch nichts, weil immer noch abgebrochen wird, weil der Humanoid immer noch nicht existiert. Theoretisch könnten wir dann hier nicht nur Return reinschreiben, sondern einfach mal ein Warn zum Beispiel. Humanoid oder Conny nicht gefunden und dann einmal Return. Und wenn wir das Ganze dann nochmal ausführen, dann steht hier unten Humanoid oder Conny nicht gefunden. So baut ihr euer Script sicher, dass ihr keine Errors bekommt, die einfach seltsamerweise nicht funktionieren. Mit Warn, das habe ich euch auch noch nicht erklärt, aber ich denke, das ist jetzt ganz logisch. Warn macht das gleiche wie Print, nur dass es in dick und orange im Output drin steht. Das heißt, wenn ihr ein Spiel habt, das die ganze Zeit irgendwelche Informationen in den Output printet, aber dann mal eine wichtige Information, eine Warnung kommen soll, dann seht ihr die einfach besser. Und dafür ist Warn da. Und dementsprechend habe ich hier jetzt mal ergänzt, bei den logischen Operatoren, bei AND, wenn das erste Argument true ist, wird das zweite returned. Und wenn das erste Argument false ist, wird das erste returned. Bei OR ist es genau das gleiche, nur andersrum. Wenn das erste Argument true ist, wird das erste returned. Und wenn das erste Argument false ist, wird das zweite returned. Und das ist natürlich auch logisch. Wenn wir uns denselben Artikel von Roblox zu OR angucken, steht hier ein bisschen mehr, aber im Grunde das gleiche. 4 oder 5 ist gleich 4. Nil oder 12 ist gleich 12. False oder 12 ist gleich 12. Bla bla bla. Einfach nur ein paar Beispiele. Dahinter steht immer das Ergebnis, das dann geprintet werden würde. Und auch mit der Wahrheitstabelle passt das sehr gut. Wenn das erste Argument wahr ist, wird auch das erste returned. Wenn das erste Argument falsch ist, wird das zweite returned. Wenn das erste Argument wahr ist, wird das erste returned. Und wenn das erste Argument falsch ist, wird das zweite returned. Und es funktioniert einfach. Es gibt nur noch eine Sache, die ich euch aufgeschrieben habe und über die wir heute reden werden, und zwar Mathe. Ich habe ja gesagt, wenn mit logischen Operatoren gerechnet wird, wir rechnen mit logischen Operatoren. Und ich habe hier hintergeschrieben, AND ist das gleiche wie UND und das ist das gleiche wie MAL und OR ist das gleiche wie ODER und das ist gleich wie PLUS. Aber warum sollte jetzt, wenn wir jetzt auf unseren Urlaub zurückkommen, Flugticket mal Gepäck, bitteschön Gepäck ergeben? Wo ergibt denn das irgendeinen Sinn? Wir können doch nicht einfach Flugticket mal Gepäck rechnen. Und ja, wir können nicht Flugticket mal Gepäck rechnen. Wenn wir das machen, dann kommt ein Error. Attempt to perform arithmetic multiplication on instance. Hier steht auch Arithmetik. Habe ich es richtig geschrieben? Wir können das einmal gucken. Arithmetik. Ja, das scheint richtig zu sein. Wir können keine arithmetischen Operatoren für Instances verwenden. Wir können nur logische Operatoren für Instances verwenden. Und AND macht nicht das gleiche, was MAL machen würde. Und OR macht nicht das gleiche, was PLUS machen würde, weil sonst würde das ja funktionieren. Aber ihr könnt euch das vorstellen wie MAL und PLUS. Weil unter der Haube rechnet ein Computer immer noch mit Einsen und mit Nullen. Und wenn wir jetzt sagen, Flugticket ist gleich 1 und Gepäck ist gleich 0, was ist denn Flugticket mal Gepäck? Richtig, 0. Wenn wir sagen, 1 ist gleich true und 0 ist gleich false, dann ist Flugticket und Gepäck, also Flugticket mal Gepäck, das gleiche wie 1 mal 0, also 0. Nur wenn wir 1 mal 1 rechnen, dann ist das Ergebnis 1. Wenn wir 0 mal 1 rechnen, ist das Ergebnis wiederum wieder 0. Und wenn wir 0 mal 0 rechnen, also false und false rechnen, ist das Ergebnis auch wieder 0. Und genauso ist es dann auch mit OR, nur das ist dann ein bisschen verwirrender, wenn wir statt OR jetzt plus schreiben. 0 plus 0 ist 0, das bedeutet falsch oder falsch ist immer noch falsch. Das funktioniert auch so.
Und das Ganze funktioniert auch, wenn ihr hier mit 1 und 0 oder mit 0 und 1 rechnet, funktioniert das auch, dann ist das Ergebnis immer noch 1. Aber wenn wir hier jetzt mit 1 und 1 rechnen, dann ist das Ergebnis 2. Und das haut uns natürlich komplett raus, weil im binären System gibt es nur 1 und 0, da gibt es keine 2. Aber wenn wir uns jetzt einfach mal vor Gedanken führen, dass nicht 1 gleich true ist und nicht 0 gleich false ist, sondern dass kleiner als 1 gleich false ist und größer als 0 gleich 1 ist, dann funktioniert's. Weil 2 ist ja größer als 0 und 0 ist kleiner als 1 und 1 ist auch größer als 0 und dann funktioniert das immer noch. Und das haben wir uns hier auch in meinen Schulnotizen so aufgeschrieben. Bei dem Schaltzeichen und steht einfach nur und. Aber das Schaltzeichen für oder ist größer gleich 1. Und größer gleich 1 ist das gleiche wie größer als 0. Größer gleich 1. Das bedeutet, es kann auch 2 sein. Es kann auch 2 sein. Und das ist die Mathematik, die dahinter gemacht wird. Hier wird einfach a plus b gerechnet. Wenn a 1 ist, ist q 1. Wenn b 1 ist, ist q auch 1. Wenn a und b 1 sind, dann ist Q auch 1, weil A plus B ist gleich 2 und 2 ist größer gleich 1. Aber ich glaube, wir wollen jetzt nicht zu sehr in die boolesche Algebra abtauchen. Hier haben wir es auch aufgeschrieben. Der mathematische Ausdruck für und ist mal und für oder ist plus. Für nicht gibt es scheinbar auch irgendwas, aber das ist kein Minus. Und da gibt es einige Gesetze, die ganz praktisch wären, einfach so zu kennen, wie man und oder so kombiniert. Aber das einzige Gesetz, das ihr euch eigentlich merken müsst, ist Punktrechnung vor Strichrechnung. Weil wir wissen, und das sollten wir wissen, ich korrigiere das hier übrigens einmal zu größer gleich 1 und kleiner gleich 0. So, wenn wir hier jetzt was unnötig Kompliziertes haben, wie zum Beispiel if true and true or false and true, then was passiert denn dann? Was passiert denn dann? Rechnen wir das so, true und true ist gleich true, also ist true oder false auch gleich true und true ist true, das bedeutet, es funktioniert. Ihr müsst da dann immer im Kopf behalten, dass und dasselbe ist wie ein mal und das bedeutet, Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Der Computer setzt praktisch das hier in Klammern und er setzt das hier in Klammern. Man kann übrigens in Lua einfach so Klammern setzen, das ist kein Problem. Und so behaltet ihr für euch dann auch besser den Überblick. Wenn es euch zu kompliziert wird, setzt am besten immer eure logischen Operatoren in Klammern, damit sie das machen, was ihr wollt. Aber theoretisch braucht man, wenn ihr das so haben wollt, hier keine Klammern, weil Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Das bedeutet, and wird immer zuerst berechnet und dann wird oder berechnet. Das bedeutet, der rechnet hier true und true und das ist true. Und dann rechnet er hier false und true und das ist false. Und hier rechnet er dann also true und false. Und true und false ist gleich true. Deswegen schreiben wir das ja einfach mal. Print true, print false und der printet true. Wenn wir hier jetzt false hinschreiben, dann wird er false return. Richtig? False, weil false und true ist gleich false, false und true ist gleich false und false oder false ist gleich false. Und das ist das Letzte, was ich euch zu den logischen Operatoren mitgeben möchte. Und geht immer vor oder, weil Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Und irgendwo da drin in eurem Computer wird ganz viel Mathe gemacht. Und diese Mathematik ergibt absolut zu 100% Sinn. Aber sie kann euch egal sein. Ihr solltet euch einfach nur merken, Wertetabellen, was die Ergebnisse dieser Wertetabellen sind. Und ihr solltet euch merken, oh, ich bin zu weit unten. Das hier sind schon KV-Diagramme, die sind auch cool, aber darum geht's heute nicht. Ich glaube, darum wird's nie gehen. Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Aber an sich kann euch Punktrechnung und Strichrechnung auch egal sein, weil wenn ihr wollt, könnt ihr die Sachen einfach so in Klammern packen, wie ihr es haben möchtet. Wenn ihr das so rechnet, ist das Ergebnis immer noch false, weil hier einfach die Power von den Ands zu groß ist. Aber der faule Programmierer packt einfach alles hundertfach in Klammern, einfach nur, um Nummer sicher zu gehen. Und es ist kein Problem, wenn ihr das so macht. Als Hausaufgabe fürs nächste Mal, wenn ihr mal wieder 2 Wochen warten müsst, braucht ihr gar nichts machen, außer einfach üben, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, könnt ihr es sein lassen. Beim nächsten Mal geht's dann endlich. Woran geht's eigentlich beim nächsten Mal? Also laut meinem Plan, den ich vor einigen Monaten erstellt habe, geht's beim nächsten Mal um Funktionen. Und da muss ich mir dann wahrscheinlich mal was einfallen lassen, dass wir was Cooles machen. Schreibt mir am besten schon mal ein paar Vorschläge in die Kommentare, was ihr gerne alles machen können möchtet in Roblox Studio. Vielleicht kann ich es schon in die nächste Folge einbauen. Ich für meinen Teil muss jetzt erstmal hier drin das Licht anstellen, damit da hinten das Lagerfeuer angeht. Das ist echt ein tolles System, das du dir da ausgedacht hast, Conny. Noch ein echt toller fliegender Busch. War das schon immer so? Oder lädt da einfach nur irgendwas nicht? Wer weiß. Du kannst dir jetzt das Video anschauen, das hier eingeblendet wird. Keine Ahnung, vielleicht ist das schon die nächste Folge. Vielleicht ist es auch die letzte. Bis dann und ciao!